Jo, da wären wir wieder. Also zurück zur Basis, Platz suchen für die Storage-Anlage und noch eine kleine Änderung, die inzwischen gekommen ist. Die Core-Version von Ditec und die Maschinen-Version von Ditec haben jeweils ein 0.1 Upgrade bekommen. Das heißt, ich musste ein bisschen rumbasteln, um die bestehende Welt dem anzupassen. Aber es war nicht besonders viel. Das heißt, jetzt sollten wir die Hauptbugs nicht mehr haben. Die Hauptbugs waren einmal, dass der Gummibaum nicht wächst. Geh weg, Baum. Dass der Gummibaum nicht wächst, aber das habe ich ja eh umgangen, schon durch den Tree Farm Mod. Und dass die Blast Furnaces irgendwie nicht gebaut werden konnten oder andere Furnaces. Also, so weit waren wir ja noch gar nicht. Trotzdem denke ich, es ist eine gute Sache, das jetzt schon zu beheben, bevor ich noch irgendwas baue. Weil durch diese Änderung wurden alle Maschinen, die mit Metallurgie zu tun hatten, gelöscht aus der Welt. Das heißt, hätte ich sie schon gebaut, wären sie jetzt weg. Was ja nicht so schön ist. Aber gut. Also, Mitte der Basis ungefähr wäre hier so. Eigentlich noch ein bisschen höher, aber da ist gerade Wald. Deswegen baue ich jetzt hier. Dum, dum. Da ist noch so ein ordentlicher. Da ist noch ordentlicher. Hier in die Mitte kommen jetzt die Kisten hin. Das sind momentan erstmal nur Iron Chests. Werden dann später Logistik Chests, aber jetzt kommt da erstmal Holz rein. Also einen Stack kann ich gerne behalten. Du bekommst jetzt die ganzen komischen Metalle. Das da. Der Rest bleibt drin, ne? Steinkohle. Obsidian kann noch rein. Ein Iron Stick kann noch rein. Rubber Seeds brauche ich auch gerade nicht. Dich auch nicht. Eine alte Eisenpicke behalte ich mal lieber. Und die Pump Jacks. Ja. Pump Jacks. Naja, ich kann es schon mal aufbauen. Wo waren die Rohre jetzt? Da waren die Rohre. Gib mir das da und ich habe kein Eisen. Stimmt, ich wollte ja die Kisten aufbauen und dann eine Runde machen, Material einsammeln. Sonst kommen wir nicht vorwärts. Wir brauchen alles. Wir brauchen ganz viele Mauern. Wir brauchen ganz viele Eisenplatten. Alles, was wir nicht ganz viel brauchen, ist Gummi momentan. Das können sich später noch ändern. Achso, und das kommt ja alles hier runter. Wird hier eingesackt und nichts ist bisher unten angekommen. So war nicht ganz der Plan. Wir haben vergessen, dich zu beschränken zum Beispiel. Dich beschränken wir mal noch mehr. Und dich nehmen wir mit. So. Das heißt, du nimmst jetzt nichts mehr, du nimmst jetzt nichts mehr. Das kommt mal bitte schön alles. Ach, komm schon. Das ist ärgerlich, dass ich als Spieler, der die allmächtige Macht haben sollte, in meiner Basis nicht in der Lage bin, begrenzte Kisten zu befüllen mit dem Steuerungsbefehl. Aber ich denke, das ist einfach nur ein Bug. Du kommst mit, sind ja noch nicht viele. Das hier sieht sehr gut aus mit der Forschung. Ich bin glatt versucht, noch mehr Forschungsdinger aufzubauen, damit das alles ein bisschen flotter geht. Bau mal 4 Stück davon einfach so. Auch wenn das wahrscheinlich hier nicht hinpassen wird, aber pff. Gucken wir dann. So, Ärmchen haben wir sogar noch. Du weg, du da, es geht sogar doch auf. Genau, Müll einfach da, alles voll, ist okay. So, du da und der letzte, den ich vergessen habe zu bauen, dann hier hin. Ja, das dürfte das Ganze einigermaßen beschleunigen. Speed-Module haben wir leider noch nicht. Die würde ich eigentlich ganz gerne da reinsetzen. Muss aber dann warten. Aber ich denke, 8 Stück reichen. Ich meine, die 8 Stück hatten ja auch schon in der letzten und vorletzten Welt fast immer gereicht. Bis halt ganz zum Ende hin, wo ich diese Doppel-D-Aktion gemacht habe. So hieß übrigens die Folge als Anspielung auf die, ne? 2 Knubbel da. Gib mir das Eisen, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Stahl. Da sollte ich einmal einen Schwung nachlegen. So und so. Gib mir das und das. Bau bitte schon mal eine Picke. Werde ich gleich brauchen. Und wir konnten mit der Flüssigkeitsgeschichte nicht weitermachen, weil die Zink-Sache fehlte.
Boah, ist das nicht so schlimm? Können wir denn wenigstens schon einen Tank bauen? Nein, ist auch noch nicht erforscht. Das heißt, ja, wir könnten die Pumpjacks jetzt aufstellen, aber sie bringen uns nichts, was das Ganze ein wenig komisch macht. Also, du bist Pumpjack Nummer 1, du bist Pumpjack Nummer 2, du bist Pumpjack Nummer 3. Wir werden jetzt mal alle verbunden. Ja, und jetzt warten wir darauf, dass hier irgendwo. Warum füllst du dich nicht? So, sie füllen sich, aber das schwankt so tierisch. Wahrscheinlich, weil es immer hin und her geht, ne? Ja, also gleich sind die Rohre voll, dann hören die hier auf zu arbeiten, alles ist gut. Wie viel Pollution macht ihr? 9, das ist nicht gut. Rein, rein, rein. Schon seid ihr runter auf 5,4, wenn ihr arbeitet, hoffentlich. Sonst sieht das ja soweit ganz gut aus von unserer Pollution her. Kohle rausholen? Nö. Haben noch genug Kohle und ich will nicht, dass sie alles voll smoggen. Gib, gib, gib. Ich könnte mir die Fließbänder schnappen und das von da hinten hierhin bringen lassen. Dann bräuchte ich aber schon die ersten Untergrundbales. Damit geht das Gewusel los. Darauf freue ich mich ja schon gar nicht. Naja, stimmt nicht ganz. Also zum einen ist es mir ein Graus, weil es halt alles total chaotisch aussieht. Zum anderen ist da eine gewisse Schönheit im Chaos später. Dieser Lavalampeneffekt, wie ich ihn so oft nenne. Weil halt überall Sachen sich rumbewegen und hierhin, dahin, dahin und es macht sogar Sinn. Das ist dann schon ganz cool. Also, was ich halt vorgehabt hätte, wäre hinten bei den Schmelzen für Kupfer. Fließbänder hin, bis hierhin. Dann kommt hier ein Untergrundbelt hin. Und hier könnten wir halt das Kupfer anliefern. Einmal hierhin für die Drahtproduktion, einmal hierhin für die Trankproduktion. Und dann gucken wir weiter. Es ist übrigens interessant zu sehen, dass wir bisher mit diesen 8 Fabriken klarkommen. Normalerweise braucht man immer mehr, 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 mehr von den Fabriken. Aber so arbeite ich hier gerade gar nicht. Ich werde jetzt nach und nach die einfach weiter aufstufen. Das ist auch komisch. Ich hatte mir was vollkommen anderes vorgenommen. Also ich wollte halt zigtausend Eisenschmelzen aufbauen von vornherein und ganz viele Steam Engines und so. Das mit den Steam Engines werde ich auch machen. Das mit den Eisenschmelzen nicht. Weil ich halt jetzt wieder auf Öko gegangen bin und nicht Raubtier alles abbauen. Weil ich halt Schiss habe. mal gucken, wie diese Planänderung sich so auswirkt. Bist du alle? Ja, du bist alle. Komm mit. Setz dich mal hier hin. Baut das kleine bisschen Stein da noch ab. So, dann hätte ich gerne noch mehr Landfill. So, ne? Ja, stell dich mal da hin und geh hier einmal rüber. Und mach das da dicht. Flupp. So, schon haben wir ganz viel Platz für unsere Stromanlage. Guti, guti. Apropos Stromanlage, wie viel machst du so? Ist okay. Ist nicht toll, aber ist okay. Bau bitte 5 Offshore-Pumps. Gut. Die Forschung dauert mir immer noch zu lange. Nicht gut, nicht gut. Achso, die ganzen Sachen kann ich mal befüllen wieder. Eventuell müssen wir dann doch Kohle holen. Oh, und jemand meinte in den Kommentaren, dass ich die Farm doch automatisieren kann. Es ist nur ein bisschen friemelig. Das heißt, damit kann ich ja später auch noch rumprobieren. Mit. Raus, raus, raus. Mit. Wie viel Kohle haben wir jetzt noch? Na, bisschen was. Ich denke, ich schmeiß die jetzt doch mal alle wieder an. Denn ich würde ganz gern die Kisten für die Boiler alle rappelvoll haben. Gucken, wie schnell das anspringt mit dem Smog. Also achtet mal auf den Fleck da so zwischendurch. Der müsste irgendwann ping ein, zwei Schattierungen roter auftauchen und weniger transparent. Ich bilde mir ein, dass das jetzt schon eine Stufe dunkler ist da. Oh, jo, ist es. Aber ist echt nicht extrem, nee. Okay, das heißt, die könnten ruhig ein bisschen mehr arbeiten, damit wir schön viel Kohle auf Vorrat haben. Ich bräuchte noch Eisenkisten. Zwar da noch eine. Was? Ja, da noch eine.
Da noch zwei. Da noch. Hey, mehr Eisenkisten. Da noch zwei. Und so. Ein Abstand. Dim, dim. Ein Abstand. Dim, dim. Ein Abstand. Dim, dim. Ein Abstand. Dim, dim. Ist schon mal Vorbereitung für später. Wir haben noch eine ganze Weile nicht brauchen, aber ich hätte sie schon mal ganz gerne da. Ärmchen. Oh, noch ein Hinweis, den ich in Bezug von denen hier bekommen habe, ist, dass man theoretisch das weiterreichen könnte. Das Prinzip wäre so: Wir tun nur in die Kiste Kohle, damit wird der Boiler befüllt. Wenn der Boiler voll ist, nimmt das Ärmchen die Kohle aus dem Boiler rein und tut sie in den nächsten Boiler. Und so geht das halt reihum weiter. Damit spart man sich theoretisch das Material für die Kisten. Und ein wenig von dem Flugweg der Roboter später. Aber das ist okay. Und damit wäre unsere ganze Kohle schon weg. Wir brauchen definitiv mehr Kohle. Du, 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 du. So. Ärmchen, Ärmchen. So, dann komische Stromversorgung. Komische Stromversorgung. Boiler. Boiler. Wobei du noch gar nicht versorgt wird, das ist okay. Tertiary Steam Engines hatte ich keine mehr gebaut, ne? Nö. Da. Düm, 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 düm. Du bekommst genug Wasser, du bist heiß genug. Ich könnte auch klappen. Was blinkst du da hinten? Oh. Eine Kiste war unregelmäßig gefüllt, ha? Du bekommst mal hier. So, gut, 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 gut. Weiter, weiter, weiter. Hier. Du. Flop. Flop, du hast keine Stromanbindung, das ist nicht gut. So. Moment mal. Warum genau hatte ich den Platzhalter hier gemacht? Weil das irgendwie nicht passte. Offensichtlich schon. Ja, gut. Keine Ahnung. Du da. Weg. Ja, das passt. Bauen wir bitte einen Boiler. Mach die Stromversorgung hier zwischen. Wo ist der Boiler gelandet? Da. Das geht doch super auf. Wo ist das Problem? Komischer Gyro in der Vergangenheit. Hier bauen noch einen. Und zack. Okay. Hatten wir vielleicht noch ein Steinfeld oder so im Weg gehabt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr als genug Strom. Die ganzen Boiler dürften teilweise auch nicht arbeiten, weil es schon heiß genug ist. Sollte okay sein. Zink Processing ist auch gleich durch. Das ist gut. Was erforsche ich dann? Advanced Processing? Nein. Die Dinger hier dauern mir viel zu lange. Also die verschiedenen Metallsorten. Von den Kosten her geht es. Wir haben ja, wie ihr sehen könnt, hier einen schönen Überschuss an Tränken gerade. Von den Kosten her geht es, aber die Zeit ist mir zu heftig. Das heißt, ich hätte gerne Batterien möglichst bald und hellblaue Tränke. Für Batterien brauche ich Schwefel. Schwefel habe ich aber schon erforscht. Ich habe alles dafür. Schwefelsäure. Schwefelsäure braucht nur Wasser, Schwefel und eine Chemical Plant. Haben wir auch schon alles bauen. Was brauchen wir noch für Robotics? Engines. Ja, dauert nicht lange, braucht nicht viele Tränke, ist gebaut. Also nicht jetzt. Wenn ich jetzt drauf drücke, ist das da alles weg. Das wäre nicht so toll. Gib mir das da. Was fehlt? Ärmchen fehlen. Ärmchen her. Chips dahin. Ärmchen rein. Ein paar Ärmchen für mich behalten. Und ich hätte gerne mehr Toolbelt-Slots da unten. Das ist doch ein wenig nervig so, weil ich würde ganz gerne die ersten Sachen fix machen. Wie die Ärmchen und die Strommasten und sowas halt.